Wer möchte jetzt keine technischen Details kriegen? Nein, sehr gut. Nein, Sie hatten ja auch gefragt nach Statements ganz gezielt. Und ich meine, die Frage ist doch, warum machen wir uns solche Sorgen darum? Wir hatten vor einigen Jahren den Nickert-Volksentscheid. Wir hatten im Bezirk Tempelhof-Schöneberg ein Bürgerbegehren am 7. Juni 2009, wo die Leute ganz klar gesagt haben, wir wollen, dass das Ganze so bleibt, wie es ist. Wir wollen das als Denkmal, als ja, UNESCO-Welterbe war damals durchaus das Abstimmungsthema im Ganzen, und zwar wirklich zu 100% erhalten. Das ist das, was die Leute motiviert. Und wir haben jetzt das Problem, dass wir einen ganz, ganz merkwürdigen Umgang mit der Demokratie haben. Wir haben eigentlich eine Bürgerbeteiligung. Damals haben im Bürgerentscheid 66,7% gesagt, bitte als Denkmal authentisch komplett erhalten. So, das ist noch nicht mal zur Kenntnis genommen worden vom Bezirk. Also ich sag mal, schlimmer kann man den Bürgerwillen eigentlich nicht mit Füßen treten. Das ist eine Unverschämtheit seitens Herrn Müller und seiner Konsorten, die dahinter stehen. Und dieses Spiel spiegelt sich in allen diesen Verhaltensweisen wieder. Da wird, ich sag mal, die Denkmalschutzbehörde, die hat mitgeteilt, ich habe die Pläne selber gesehen, dass sie beteiligt werden möchte, falls ein Geländer an das Becken heranmontiert wird. Die Behörde wusste aber nicht, dass man 3,60 Meter hohe Erdwelle dort aufschüttet. Das hat man denen noch nicht mal gesagt. Die sind, also salopp gesagt, völlig verarscht worden dann dabei. Das ist doch eine absolute Unverschämtheit dann dabei. So, und was wollen wir denn? Wir wollen im Wesentlichen einen historischen Ort, der beispiellos für Berlin ist, der das Potenzial tatsächlich für sowas wie UNESCO-Welterbe hat, den wollen wir erhalten. Und da stellt sich ein Herr Müller und sagt, nach meiner Meinung haben wir Wohnungsnot in Berlin, in Klammern, weil wir uns seit 15 Jahren, solange wir an der Regierung sind, direkt darum geschert haben, wo die Leute wohnen und wie wir das Ganze entwickeln, weil wir eine Überspekulation haben wegen Euro und dergleichen und weil wir jede Menge völlig misslungene Wohnungspolitik haben. Ja, und da will uns der Mensch noch irgendwas sagen. Zum Teufel sollte man den Kerl jagen, aber doch nicht. Jetzt wird irgendwie noch ganz schön. Eindeutig eine Meinung. Wir machen mal noch ein bisschen weiter Brainstorming, ja? Also, mir mischt sich das so ein bisschen. Ja. Aber ich fange mal mit dem an, was wir jetzt als Meinung haben wollen. Ich denke mal, es gibt viele schöne Parkanlagen in Berlin, es gibt historische Parkanlagen, es gibt moderne Parkanlagen, aber sowas wie das Tempelhofer Feld ist hier wirklich einmalig. Und ich finde, das ist so etwas, was einfach verloren geht, dass man einfach mal sagt, man lässt mal etwas, wie es ist, weil es einfach toll ist. Ich glaube, das ist so wirklich das Problem dabei, dass wenn bestimmte Leute, Planer, das in die Hand bekommen, die einfach nicht sozusagen den Zug bis in den Fingern, die müssen überhaupt was machen. Emotional und wahrscheinlich auch, weil sie eben nicht daran verdienen, wenn man sagt, wir lassen das, sondern wir verdienen natürlich daran was, wenn man da was macht. Also das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Trieb bei der ganzen Geschichte. Und ich finde, deswegen hatte ich vorhin auch die Frage gestellt, ob aus dem Wettbewerb juristische Folgen noch so sind, nicht? Weil dann natürlich immer kommt, ja, das geht nicht, der hat seine Rechte auf Verwirklichung. Wenn er das nicht hat, und so habe ich das jetzt verstanden, dann besteht ja tatsächlich die Möglichkeit, ohne Regressansprüche das auch wieder zurückzufahren. Anforderungen. Jetzt wollte ich noch einen Punkt anbringen, weil der mir wirklich wichtig ist. Wir haben viel über das Wasserbecken und die Landform gesprochen und rechts hängen hier die Bebauungspläne. Ich will mal den Zusammenhang einfach nochmal sagen. Dann wird das, was ich eben gesagt habe, auch nochmal ein bisschen deutlicher. Wenn man solche Bebauungen macht, dann ist das ja ein deutlicher Eingriff in die Natur. Das Berliner deutsche Recht verlangt, wenn ich so einen Eingriff in die Natur mache, muss ich das irgendwie ausgleichen. Ich kann nicht einfach Rasen abschneiden, Hecken wegschneiden, Bäume fällen und sagen, das war's, sondern ich muss irgendwie dafür einen Ersatz schaffen. Irgendwie leider nur, weil man am besten natürlich genau sagen würde, wenn er Rasenflächen beseitigt, wenn er Bäume beseitigt, muss er Rasenflächen neu schaffen, Bäume neu pflanzen. Wäre am besten, ist leider nach Unterbrechen. Aber im Prinzip muss man etwas machen, was der Natur wieder das zurückgibt, was ich mir gekommen habe. Und der, in meinen Augen, wirklich üble Trick besteht ja darin, dass diese Landform und das Wasserbecken so als so gemacht wird und so verkauft wird, als würde ich der Natur etwas geben. Also es gibt ja die sogenannte Eingriffsregelung, wenn ich mir das gerade angucke, dann wird dann berechnet, ich mache hier was Tolles für den Wasserhaushalt, ich mache vor allem was Tolles für das Landschaftsbild. Das ist ja so das Vageste dabei. Ja? Also ich mache zwar, um es mal einfach ein Wort zu sagen, ich mache zwar lauter Brutstätten für die, also Brutplätze für die Weltnachtplatz, beseitige geschützte Biotope, aber ich habe nachher ein tolles Landschaftsbild. Und das kann einfach nicht von einer obersten Naturschutzbehörde genehmigt werden. Das ist in meinem Augen kein Unding. Und das finde ich, das ist der Punkt. Und das ist so auch reden muss, und
haben uns ja vielleicht auch wirklich total ärgert, weil das so Rallye-Praxis ist. Wir haben einen Artenrückgang noch und nöcher. Und wenn man das darauf hinweist, dann sagt die oberste Naturschutzbehörde, ja, aber wir schaffen uns eine tolle Parkanlage. Ja? Und dieser Widerspruch, das muss einfach weitergehen. Schon ganz lange. Ich bin Kreuzberger, war am Dienstag auf der Veranstaltung mit Herrn Müller, habe die Bilder vorgestellt bekommen und war heute für mehrere Stunden bei Lindner mit meinem Drachen im Feld. Und habe da gesessen, habe mich vorgestellt und habe hinten 10 geschlossene Häuser. Ich habe fast geweint. Nochmal, worum geht es nun? Es geht hier scheinbar im Moment nur um den gesetzlichen Rahmen, in dem man sich... Rechtslastig, jetzt habe ich es verstanden. Die Frage, die sich mir stellt, ich meine, mein Kollege, den bin ich seit 5, der ist emotional sehr belastet durch den Rauswurf, den wir gerade haben. Wir sind seit 3 Jahren in ihrem Lebenweg auf dem Kämpfer verfehlt. Wir sind eingeladen worden, 2010 steht in unserer Präambel drin, um als prozessualer Treiber für Stadtentwicklungsprozesse in solche integriert zu werden. Das ist nicht passiert. Das Problem, dass bei der ganzen Diskussion hier der Senat, aber selbstverständlich auch was den antreibt, das ist, dass man hier, ich habe es neulich mal gehört, zwar genormte Beteiligungsprozesse hat, im Rahmen des Baugesetzbuches, dass diese Beteiligungsprozesse aber auch lücken lassen, wie Opfer oder Umwege oder sonst irgendwas, sodass man immer so eine. Das Gefühl hat, man wird hier Hebel angeleitet, zusätzlich zur Argumentation, die das auch nochmal verstärkt. Das Problem ist eigentlich, wenn man die Leute, egal in welchen Prozessen, nicht in irgendeiner Weise mitnimmt, sondern Pläne hinstellt, hier, die schon festgesetzt sind. Eine Frau Lüscher an der Masterplanforschung steht und sagt, an dem Tag gibt es aber auch nichts mehr zu rütteln. Dann muss man auch sagen, dann ist das der falsche Ansatz, den das hier anfällt. Da braucht man sich nicht wundern, dass ich nicht gegen Geld mache. Man kann über alles diskutieren, man kann über Wasserflächen diskutieren, man kann über Bebauung diskutieren, man kann über den Grund, warum man überhaupt Wohnungen bauen soll, diskutieren, denn der erschließt sich nicht. Und nach dem Reden sehe ich das nicht, weil ich sage auch nicht, ich sehe hier mehr Gewerbe und Mischgebiet als Wohngebiet, aber das ist die Frage, die Partizipation, die der Senat ja so toll findet, dass er die sogar in Johannesburg vertritt, aber nicht stattfindet. Ich glaube, hier muss eine andere Kultur her, und zwar ganz dringend, weil sonst hat Berlin auf Jahre hinaus immer dasselbe Problem. Und das wird zum Stillstand führen letztlich. Und das wird auch zu verhärteten Fronten führen zwischen der Landesregierung, die ja eigentlich Geschäftsführung ist, einem Abgeordnetenhaus, das die Landesregierung eigentlich, die Geschäftsführung eigentlich beaufsichtigen soll, und immer am Ende irgendeine Entscheidungskette vor vollendete Tatsache gestellt wird, wie ein, Entschuldigung, wenn ich das jetzt den Vergleich sehe, wie eine Betriebsstrategie saufrost durchs Dorf getrieben wird, so nach dem Motto, du musst das jetzt entscheiden, sonst geht ja aber alles in den Bach runter. Und das ist eine Sache, das geht einfach auch auf die Dauer nicht mehr. Und deswegen finde ich es toll, dass ihr dieses Hearing auf die Beine gestellt habt. Ich finde es auch toll, dass das Hearing heißt, weil das macht den Ganzen nochmal richtig Glaubwürdigkeitsschub bei der ganzen Sache, als eine Veranstaltungsform, die nicht gesteuert ist durch den Senat, nur weil das muss. Solche Veranstaltungen durchführen. Und das ist das Gute an der ganzen Sache. Also wir müssen hier an der Beteiligungsform arbeiten und das ist ein echter Prozess. Und egal, wir bauen es planen oder sonst irgendwas, das ist aber nicht die Grundfrage. Ich bedanke mich und mich bestärkt das sehr. Hi. Mich bestärkt das sehr darin, dass wir noch nicht die Pause machen, die jetzt eigentlich dran ist, sondern auch die vielen Meldungen, die jetzt wirklich aus dem Publikum kommen, noch einmal. Und jeder tut mir den Gefallen, dass er sich kurz fasst, damit wir ein paar mehr hören können. Das ist sehr wertvoll, finde ich, wenn man auch mal verschiedene Beiträge hört. Also wir machen jetzt den Herrn im blauen Hemd, der hier auf dem Gang steht und sich so ein bisschen vorgedrängelt hat. Dann kommt die Dame in dem blauen Jäckchen und dann kommt dahinter der Herr mit dem Vollbart. So würde ich das jetzt mal vorschlagen. Ich bin Iris Bürmann und habe also ein kleines Weg im Allmende-Kontor. Und wenn da vorhin von Misstrauen die Rede war, dann denke ich, wir können kein Vertrauen haben.
Die ganze Sache ist sehr kontrovers. Entweder man möchte einen gestalteten Park von oben gestaltet als Erlebnispark, der nichts mit dem zu tun hat, was wir wollen. Und ich finde, man sollte endlich mal die Möglichkeit nutzen, dass man den Gestaltungswillen der Bürger und Bürgerinnen freien Lauf lässt. Die Leute, die dort jetzt so einen Garten haben, wie ich oder sonst aktiv sind, die lieben das Feld und besonders auch die Touristen, die da hinkommen. Und neulich sagte jemand zu mir, sie kann sich das überhaupt nicht vorstellen, dass hier bebaut werden soll. Und was Sie vorhin sagten, die kleine Randbebauung, da kann ich nur drüber lachen. Also ich wohne in Neukölln, wenn ich auf das Feld gehe und mir vorstelle, dass da Häuser stehen, genau davor, von der Herfordstraße, dann sehe ich keinen Himmel mehr, dann sehe ich keine Wiese mehr. Und wenn man das als Randbebauung kennzeichnet, meiner Meinung nach ist in der Mitte ein grüner Kessel und rundherum ist es bebaut. Ja, was ist das denn? Das hat doch nichts mehr von Schönheit. Und außerdem können wir nur den Senatsplänen misstrauen. In allem, was dort an großen Projekten geplant wird, alles scheitert, alles ist hässlich. Was hätte man für eine Möglichkeit gehabt, noch einen Satz? Ja. Nach der sogenannten Wende eine tolle Stadt zu gestalten. Stattdessen verkauft man den Potsdamer Platz für ein Apfel und ein Ei. Ja. Dankeschön. Jetzt kommt. Nein, danach war derjenige dahinter. Na, erst kommt er und dahinter, hinter der Dame, sitzt noch jemand. Also mit dem Plan ist das ja so, dass in Berlin zuerst ein Flächennutzungsplan aufgestellt werden soll und dann die Bebauungspläne daraus abgeleitet werden sollen. Das würde also bedeuten, dass es für den ganzen Tag, für das ganze Gelände, ein Gesamtkonzept geben würde und nicht diese Salamitaktik, die jetzt also hier betrieben wird, der Aufstellung von einzelnen Bebauungsplänen. Das ist eine grundlegende Angelegenheit, das habe ich auf mehreren öffentlichen Veranstaltungen angesprochen. Der Senat hat immer gesagt, so wird es ja auch gemacht, denn so ist es rechtens. Was wir jetzt hier sehen, ist etwas anderes. Ausgangsfrage dieser Frage war ja... Da kommen wir aber gleich zu. Wir wollen die Wehpläne gleich machen. Ich wollte eine persönliche Meinung, wenn Sie die nicht haben. Ob wir Wasser haben wollen oder nicht haben. Nein, generell. Wir hören ja die ganze Zeit jetzt hier Meinung. Und ja. Sie sind jetzt bei der Wehplanbearbeitung in Häppchenweise. Das können wir gleich machen. Das ist unser nächster, nach der Pause, unser nächster großer Abschnitt. Und ich komme zum Wasser zurück. Das war ja die Ausgangsfrage. Es geht mir nicht nur ums Wasser, sondern es geht mir darum, dass Sie sagen, was Sie am meisten bewegt und warum Sie hier sind. Ich bin in Kreuzberg geboren und wohne jetzt in Tempelhof. Natürlich interessiert mich das Gelände. So, also zum Wasser zurück. Keine technische Frage. Dieses Gebäude und das Gelände bilden eine Einheit. Wenn man da einen kleinen Wald und Wasser dazwischen macht, ist diese Einheit weg. Das Denkmal, was das also sein soll, ist dann auch zerstört. Und so kann man das also nicht machen. Ich finde Wasser dort auf diesem Gelände vollkommen falsch. Wer Wasser haben will, kann das woanders machen. Und wer Fragen an falsch stellt, bekommt dann auch falsche Antworten, wie Herr Barges das also schon sagt. Danke, das war gut. Ja, am Dienstag war ich bei dieser Vorstellung der Pläne. Und Herr Müller sagte ausdrücklich und mehrmals, er will keine Privatisierung auf der Welt. Und dann mein Verstand sagt, aber Wohnungen, das sind doch private Sachen. Also da verstehe ich nicht, wenn jemand mir erklären kann, wie das zusammenpasst. Oder wir sollten unsere Gehirn ausschalten. Danke. Herr Bündner, guten Tag, Wilfried Bündner, Kleingartenanlage Tempelhofer Berg. Ich mache es emotional und kurz, so wie gewünscht. Wir sind der grüne Rand am Südrand des Geländes, sehr klein, so kurz möchte ich auch mal ganz sagen. Was die Partizipation anbetrifft, kann ich die für unser Gelände auf einen Halbsatz zusammenfassen. Der lautete nämlich, wir kommen da weg. Das ist eine Information, die habe ich so genommen und die hat mich bewegt, dass ich heute hier stehe und diese Veranstaltung mit organisiert habe, weil ich finde, so kann man mit uns nicht umgehen.
Ja, genau. Hier klang eben ein paar Mal die Frustration durch. Wir sind als Pionier und zwar auf dem Feld und wir haben uns viel mehr versprochen. Man könnte Beteiligung völlig anders gestalten. Ich glaube, ohne den ganzen Menschen die wunderbare Sachen da machen, zu nahe zu treten, ich glaube, die Pioniere zog mal von Anfang an eine Alibi-Veranstaltung, um das zu ersetzen. Dem stimme ich zu. Ja. Um das zu ersetzen, was an Bürgerbeteiligung fehlt. Und letztendlich ist genau die Geschichte, wenn die Projekte jetzt unter Druck gesetzt werden, zum Teil gegebenenfalls die Klappe zu halten, wenn sie weiter auf dem Feld bleiben wollen, ist die nächste Methode, wo man sich angucken kann, wie mit Menschen, wie mit Bürgern umgesprungen wird, mit Bürgerinnen. Und ich denke, man muss sich fragen, ist es das, was man will oder was wir wollen? Es gibt inzwischen einen Beirat fürs Tempelhofer Feld, in dem ausgewählte Einzelnutzerinnen oder Einzelnutzer und Pionierprojekte drin sind. Und ich bin mir sicher, es wird nicht allzu lange dauern, dass auch dieses Projekt als Bürgerbeteiligung verkauft wird. Möglichkeit oder die einzige Chance, da vielleicht noch einen Einfluss zu nehmen, jetzt über diese Projekte einzutragen. Diese Projekte vertreten dann wirklich Bürgerinteressen und sind ja auch hier vertreten und müssen probieren, das reinzubringen und das, was sozusagen ansonsten der Bürgerbeteiligung sehr fehlt, da auch weiter zu vertreten. Das wäre eine ganz, ganz tolle und wichtige Geschichte, weil anders sehe ich momentan keine Beteiligungsmöglichkeiten für uns. So, ich würde jetzt mal Folgendes fragen, ich würde das jetzt gerne zusammenfassen. Und dann würde ich, wollen wir eine Pause machen, ne? Also ich würde jetzt gerne noch einmal, ja, es kann jetzt einfach leider nicht jeder mehr rankommen. Ich weiß, es sind noch mehr da, ich habe jeden Einzelnen, den das kurz machen, man möchte ja auch die Stimmung dessen, was man sagen möchte, dann auch darstellen. Ich würde jetzt ganz kurz trotzdem einmal noch sagen, was mir aufgefallen ist. Hier, der Professor Vorn hat es angefangen, er hat gesagt, es herrscht ein unglaubliches Misstrauen und das macht ihn stutzig. Und wir haben eben bei dem letzten Beitrag auch nochmal gehört, dass es natürlich auch einen großen Teil einfach gibt, der sagt, eigentlich traue ich der ganzen Sache nicht. Und es gab hier, das fand ich sehr wichtig, auch den Gedanken, dass man sichern muss, dass das nicht nur alles in Scheibchen und Häppchen hier Stück für Stück verklausuliert wird, sondern dass es auch wirklich einen Gesamteindruck hinterlässt, von dem man dann überzeugt ist und von dem möglichst viele überzeugt sind. Ein anderer Teil der Beiträge war dann ganz offensichtlich, und das hat mich sehr gefreut, das waren die mich ehrlich gesagt jetzt ganz als neutralen Moderator mehr bewegt haben. Das sind die, wo man merkt, dass Menschen einfach auch Bilder im Kopf haben und sagen, das fände ich, das wünsche ich mir, das ist etwas, was mich erschreckt an der Planung. Und das ist eigentlich genau das, was Zeit braucht, glaube ich. Und deswegen sitzen wir hier und versuchen ein bisschen auch zu hören. Das bringt nämlich Anregungen, zu hören, was es für Ideen gibt, und was es für Gefühle gibt und was es für Meinungen gibt zu der Sache. Und das ist so ein bisschen das, was ich jetzt hier mit Freuden auch sehe, dass es da auch tolle Anregungen gibt. Und ich denke, das wird jetzt auch so festgehalten und auch dann so ausgewertet, dass wir darauf aufbauen. Und jetzt machen wir die berühmte Pause, zu der ich hier sehr gebeten werde. Und dann machen wir im zweiten Teil. Ich hoffe, dass dann noch alle ein bisschen durchhalten und ich werde mir Mühe geben, das hier ein bisschen straff durchzuziehen, auf die Gefahr hin, dass ich dann etwas vehementer werde. Den zweiten Teil mit der B-Plan und mit der Bebauung, die jetzt geplant ist, der natürlich genauso wichtig ist. Danke.